Worte der Liebe haben auch den göttlichen Geist in sich. Darum dürft ihr alles annehmen als gut, was Liebe erkennen lässt. Ihr müsst aber dennoch prüfen den Ausgang dieser Worte und dürft nicht blind einen göttlichen Ursprung annehmen, da ein solcher Glaube leicht zu Irrtum führen kann. Darum prüft alles und das Beste behaltet und fragt euer Herz, was dieses dazu sagt, denn das Herz täuscht euch nicht, so ihr ernstlich wünscht, in der Wahrheit zu stehen. Wohl gehen euch auch Mahnungen zu von jenseitigen Reich, weil die Lichtwesen euch als ihre Mitarbeiter betrachten und auch die Seelen, denen ihr helfen wollt, an eurem Erdenschicksal Anteil nehmen, denn schon reifere Seelen können voraussehen und es drängt sie, euch aufmerksam zu machen, um gleichzeitig für euch Unheil abzuwenden. Doch sie wissen nicht um Tag und Stunde, da ihnen der Zeitbegriff unklar ist. Doch sie werden euch nicht bewusst falsch unterrichten, denn sie lieben euch und wollen euch auch nur Gutes erweisen. Darum werden sie auch nicht gehindert, wenn sie euch warnen wollen, weil ihr Wille gut ist. Doch ihr Menschen sollt stets wachsam sein, ihr sollt nicht blind einhergehen und ihr sollt mit Gott verbunden bleiben. Dann aber werdet ihr auch friedvoll eures Weges gehen, trotz irdischer Not, denn sie berührt euch desto weniger, je mehr ihr verbunden seid mit dem, der allein euch helfen kann. Des Weiteren ist es gut für euch, so ihr achtet auf alles, was euch in Unruhe versetzen kann. Wachet und betet, denn immer seid ihr in Gefahr, von Versuchen bedrängt zu werden. Wachen aber heißt stets Umschau halten, ob der Feind euch naht. Wachsam sein heißt euch nicht in Gefahr begeben, die Gefahr rechtzeitig erkennen und meiden. Oft erscheint etwas unbedeutend und kann doch schlimme Folgen nach sich ziehen. Es kann eine wirkliche Gefahr sein für euch, wenn ihr nicht wachet und betet um Schutz und Hilfe. Denn der Feind eurer Seele legt Schlingen aus, um euch zu fangen, und Unaufmerksame und Leichtgläubige und Leichtsinnige tappen hinein und werden seine Beute. Darum wachet und betet, auf dass ihr nicht in der Versuchung fallet. Die Macht des Satans ist groß, doch die Liebe Gottes noch größer, und sie gilt allen denen, die ernsten und guten Willens sind und demütig um seine Gnade bitten. Dann wird kein Unheil geschehen, er wird sie irdisch und geistig schützen und bewahren vor zeitlichem und ewigem Verderben, und die jenseitigen Wesen greifen auch helfend ein, so sie ihre Schützlinge in Not wissen. Amen.